unserem ersten sehr interessanten Vortrag gekommen sind. Ich darf ganz herzlich Christoph Bieber, Professor Dr. Christoph Bieber begrüßen. Christoph hat lange Zeit bei Politik Digital Sachen gemacht. Aus den Zusammenhängen kennen wir uns seit längerem und hat irgendwann dann mal promoviert und dann alles, was man so braucht für die wissenschaftlichen Weihen und ist heute Professor an, also hat eine die Welker Stiftungsprofessur Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der NRW School of Governance an der Uni Duisburg-Essen. Das ist so lang, dass man es nur ablesen kann. Und glücklicherweise gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Wir freuen uns sehr, dass Christoph hier ist. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat das Gesicht vielleicht schon mal gesehen. Er war mal im Fernsehen. Er ist eigentlich immer derjenige, der im ZDF-Maschinenraum sitzt. Und den Fernsehzuschauern die Wahl erklärt, die, sagen wir mal, vom Internet beeinflusst ist. Und alles, was damit zusammenhängt, also inwiefern Internet und, sagen wir mal so, politische Diskurse, was die miteinander zu tun haben, damit beschäftigt Christoph sich ganz viel. Heute wird er reden über digitale Kampagnenträume. Wir wollten das Thema Wahlkampf aufgreifen, das uns ja auch nur alle 4 Jahre widerfährt. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Wahl im nächsten Jahr. Nichtsdestotrotz ist es jetzt erstmal so, dass wir uns diesen Wahlkampf genauer anschauen wollen. Was haben die Politiker eigentlich dazugelernt? Das Internet ist ja nicht mehr Neuland oder vielleicht doch. Christoph, ich übergebe dir das Wort. Vorher allerdings noch, wir werden das aufzeichnen. Ihr könnt es dann auch noch mal zu Hause anschauen, wenn ihr mögt. Und wer twittern will, sollte das bitte unter dem Hashtag MESO13 machen. Wer nicht twittern will, dem muss ich auch nicht erklären, wie es geht. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Muss ich immer ein bisschen schmunzeln, aber das kommt tatsächlich öfter mal vor, dass der Hinweis auf das Fernsehen kommt. Cooler fände ich ja, ich sagen, man kennt ihn aus dem Internet oder so, aber das dauert anscheinend irgendwie noch. Inhaltlich ist schon ein bisschen was gesagt worden zum Thema, zum Themenrahmen und soziale Medien. Ich glaube, das ist in doppelter Hinsicht eine gute Ansetzung zeitlich. Zum einen passt es, denke ich, zu einigen Veranstaltungen, die jetzt im Laufe dieser Woche hier stattfinden. Zum anderen haben wir dieser Woche ja den vermutlichen oder vermeintlichen Wahlkampfhöhepunkt mit dem Kanzlerduell. Und man darf davon ausgehen, dass in diesem Umfeld relativ viel auch in den sozialen Medien wird, mehr als in den Jahren zuvor. Mikro hat anscheinend ab und an Aussetzer. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht noch eins hätten. Dann probiere ich es mal damit. Und fange jetzt mal an mit einem kleinen Einblick in, zunächst mal die wissenschaftliche Betrachtung. Da wird die Schrift auch kleiner, aber keine Angst, es gibt keine Fußnoten. Sie müssen das auch nicht alles lesen und auswendig lernen. Vieles von dem, was ich sage, wird hier nochmal abgebildet. Es ist nur eine Art Gedächtnisstütze. Und ich will eigentlich auch nur ganz kurz ein paar einleitende Begriffe klären und dann relativ viele Beispiele zumindest mal nennen im Vortrag, auf die wir dann hinterher vielleicht auch kurz noch eingehen können. Die Online-Kommunikation wird gerade jetzt in diesen Tagen in den Medienberichten über den Wahlkampf gerne als eine besondere Innovation vorgestellt, so als hätte es das noch nie gegeben. Das ist natürlich ganz und gar nicht der Fall, denn Online-Wahlkampf gibt es in Deutschland, wenn man es genau nimmt, seit 1998 im Bundestagswahlkampf gab es tatsächlich dann die ersten nennenswerten Kampagnenangebote und dann hat sich das von Legislaturperiode zu Legislaturperiode gesteigert und wir haben eigentlich vor jedem Wahlkampf dann einen neuen Wettbewerb darum, wer ja am digitalsten in den verschiedenen Plattformen unterwegs ist.
Das hat mittlerweile sogar auch die Wissenschaft erkannt. Und wenn die davon Notiz nimmt, dann heißt das ja in der Regel, dass die Akteure, die den Wahlkampf machen, natürlich auch nicht mehr ganz am Anfang stehen. Und insofern ist diese Aufgeregtheit, mit der berichtet wird, wenn Angela Merkel einen Videopodcast macht oder Peer Steinbrück eine Facebook-Seite bespielt oder jemand anderes aus einer anderen Partei twittert, eigentlich nicht mehr so recht angebracht, weil das sind alles keine wirklichen Überraschungen mehr, denn die Politik hat in den vergangenen Jahren sehr wohl aufgepasst, hat gesehen, dass sich dort viel entwickelt hat und wir erleben dann jetzt eigentlich immer nur eine Anpassung oder Aktualisierung der Wahlkampfaktivitäten aus den Jahren zuvor. Und ich hatte schon angedeutet, wenn schon die Wissenschaft Bücher publiziert, die den Titel haben, das Internet im Wahlkampf, dann ist das Ganze schon so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr wirklich sagen kann, das ist neu. Wissenschaft braucht immer lang, bis sie sich mit einem Phänomen auseinandersetzt, bis ein solches Buch dann zusammengestellt ist. Und dann darf man eigentlich nicht mehr wirklich sagen, das ist alles vollkommen unbekannt oder unbekanntes Terrain. Und deshalb haben sich gerade tatsächlich viele Menschen, die sich schon länger mit dem Netz auseinandergesetzt haben, ein bisschen über den schon genannten Begriff des Neulands mokiert. Es ist ja schon angeklungen, Politik digital, das ist der kurze Werbeblock. Also ich habe auch mal was geschrieben über die letzte Bundestagswahl und das, was im Netz passiert ist. Und der aktuelle Band oder der Stand der Dinge wird aber sehr schön zusammengefasst von den Kollegen Jungherr und Schön, das Internet in Wahlkämpfen, Konzepte, Wirkungen und Kampagnenfunktionen. Also wer wirklich genau wissen will, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat, bis zum Stand der Dinge. Der ist hier sehr, sehr gut aufgehoben und erfährt da eine sehr systematische Aufarbeitung der wesentlichen Entwicklungen aus den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich bring's nochmal auf den Punkt. Deutschland betritt kein Neuland, wenn es um digitale Wahlkampfführung geht. Das haben wir in mehreren Bundestagswahlkämpfen, in vielen Landtagswahlkämpfen schon gesehen. Es gibt eine allmähliche, stetige Modernisierung und die politischen Akteure sind in der Tat recht kenntnisreich unterwegs, was das Online-Campaigning angeht. Wenn Sie also wieder eine Schlagzeile sehen, in den, insbesondere in den älteren Medienumgebungen, Politik kann kein Internet, sowas in der Richtung, glauben Sie dem nicht unbedingt. Es ist natürlich nicht so, dass alles ganz wunderbar funktioniert, was online gemacht wird, aber es gibt auf jeden Fall eine gut ausgebildete Substanz der politischen Online-Kommunikation im Netz, die jetzt im Vorfeld der Wahl und gerade in den 4 Wochen, die jetzt vor uns liegen, nochmal ja, einen massiven Schub erfahren wird. Ich hatte es schon angedeutet, es ist auch nicht alles digitales Gold, wenn man so will, was im Online-Wahlkampf glänzt. Denn ein Problem hat die deutsche Politik in den vergangenen 15 Jahren, also seit 1998, eigentlich immer wieder. Man macht es sich unnötig schwer, indem man alle 4 Jahre, was die Bundestagswahl angeht, fast, nicht bei null, aber fast neu anfängt. Weil für viele Politiker, für viele Kampagnentreibende tatsächlich der Online-Wahlkampf im Moment der Stimmabgabe am Wahltag manchmal sogar eben schon mit der Schließung der Wahllokale endet und dann viele Online-Angebote einfach nicht mehr gepflegt werden. Und dieses Problem taucht eigentlich dann erst wieder auf, wenn man merkt, man muss 4 Jahre später, wenn wieder Wahl ist oder 5 Jahre auf Landesebene, viel Aufbauarbeit leisten, um Menschen wieder anzusprechen, die man, wenn man dauerhaft im Netz kommuniziert hätte, einfach sehr viel leichter und schneller erreicht hätte. In der wissenschaftlichen Perspektive klingt das alles ein bisschen anders. Achtung, Schrift wird etwas kleiner. Im Zeitverlauf ist nämlich eine zyklische Bewegung zu konstatieren. Wesentliche Innovationsschübe gehen meist von Wahlkämpfen der Bundes- und späterhin auch der Landesebene aus, während Legislaturperioden kaum wesentliche Veränderungen in den formalen Strukturen und Inhalten der Online-Kommunikation hervorbringen. Also das ist der große Unterschied. Es gibt ein Auf und Ab, eine Art Berg- und Talfahrt der Online-Kommunikation vor der Wahl in Zeiträumen wie diesen, passiert im Netz sehr viel, danach bisher immer relativ wenig. Solange wir die Wahlen im September haben, kann man sagen, auf den Online-Sommer, jetzt, folgt in der Regel ein Offline-Herbst, weil eben viele, die jetzt ganz enthusiastisch ins Netz gehen, dann auch wieder
sehr schnell aus den verschiedenen sozialen Netzwerken verschwinden, vielleicht nicht mehr twittern, ihr Facebook-Profil nicht mehr pflegen. Und das fällt natürlich den Onlinern auf und dann gibt es das Problem, dass man bei der nächsten Wahl eigentlich neu anfangen muss. Das ganz grob als wenn man so will, historischer Überblick. Ich will mir jetzt einige Dinge herauspicken, nicht willkürlich, aber es sind wirklich nur kleine Ausschnitte aus dem reichhaltigen Angebot der Online-Kommunikation und dazu einige Dinge benennen. Ich lasse absichtlich einiges oder vieles, muss man sogar sagen, weg. Das, was in den vergangenen Jahren eigentlich immer ein zentraler Punkt war, Partei-Homepages, Kandidaten-Websites, Werbeformate im Netz, auch Dinge, die in einer anderen, sehr betrüblichen Perspektive zwar sehr relevant sind, bleiben hier außen vor. Also die Nutzung von Daten, von personenorientierten Daten oder Big Data, die, wie wir ja wissen, von den Geheimdiensten massenhaft gesammelt werden. Das war in den USA ein großes Wahlkampfthema. Das ist bei uns nicht wirklich eines. Deshalb blende ich das komplett aus und konzentriere mich auf drei Dinge. Soziale Netzwerke, politische Echtzeitkommunikation und Online-Video. Wie gesagt, im Vortrag ein etwas knapperer Durchgang und wir können uns dann im Nachhinein da noch einige Beispiele ansehen und darüber vielleicht auch ein bisschen diskutieren. Für mich ist es wichtig, dass wenn wir mit den sozialen Netzwerken anfangen, auch hier wieder so ein bestimmtes Grundverständnis dafür da ist, was ist damit denn eigentlich gemeint? Was mache ich das kaputt? Nö, naja, wir haben ja zwei. Dann, wo war ich stehen geblieben? Es geht mir darum, einen Begriff nochmal ein bisschen zu klären und zu hinterfragen. Was ist denn eigentlich gemeint, wenn wir von sozialen Netzwerken sprechen? Was ist das Charakteristikum? Es gibt dazu eine sehr gute Definition, die ich kurz zumindest vorstellen möchte. Soziale Netzwerke sind Online-Angebote, die es Menschen ermöglichen, eins, öffentliche oder halböffentliche Profile anzulegen, zwei, eine Liste anderer Nutzer zu erstellen, mit denen sie eine Verbindung teilen, sowie drei, sich entlang der eigenen und den von anderen erstellten Verbindungslisten durch das Netzwerk zu bewegen. Das sind die drei zentralen Elemente, die Sie in vielen sozialen Netzwerken wiederfinden. Das gilt vor allen Dingen, nehmen wir mal Facebook als ein zentrales Beispiel für eine solche ganz klar personenorientierte Plattform, wo man sich selbst inszenieren kann als Teilnehmer, Element eines Netzwerks. Das wäre das öffentliche oder eben nur für angemeldete Nutzer sichtbare Profil. Man sucht innerhalb des Netzwerks nach Freunden, nach Bekannten, mit denen man sich dann verbindet, um sehen zu können, was andere Menschen eben in ihren Profilen mitteilen und dann kann man, wenn diese Verbindungen umfangreicher werden, wenn es viele Freunde gibt in solchen sozialen Netzwerken, kann man sich eben Schritt für Schritt durch ein solches Netzwerk bewegen und wird dann auf Freunde von Freunden von Freunden und so weiter stoßen und sich mit denen möglicherweise weiter vernetzen. Diese Verbindungsstruktur und diese Nutzungsstruktur findet man aber eben nicht nur bei Facebook, sondern durchaus auch bei Twitter, das Sie in Teilen ja kennengelernt haben auch. Das findet man zum Beispiel aber auch bei YouTube, wo man sich ein Profil anlegen kann und wo man sich andere Profilseiten anschauen kann und sich dort verschiedene Inhalte zu Gemüte führen kann und sich auch eben mit anderen verbinden und vernetzen kann. Das wird, wie wir dann nachher noch sehen werden, recht wichtig, wenn es darum geht zu fragen, was ist denn das Besondere der Wahlkampfführung in den sozialen Netzwerken? Und soziale Netzwerke sind tatsächlich seit 4 Jahren zu einer wesentlichen, zentralen Nutzungsform von neuen Medien geworden. Man verbringt dort sehr viel mehr Zeit als noch für uns ja relevant, vor der letzten Bundestagswahl. Man informiert sich dort. Viele Menschen nutzen es auch schon als zentralen Einstiegspunkt in das Netz und gehen nicht mehr auf irgendwelche Portalseiten oder Suchmaschinen, sondern nutzen tatsächlich die Struktur der sozialen Netzwerke als ein ganz wesentliches Strukturierungs- und Filtermerkmal für das, was sie vom Internet überhaupt wahrnehmen. Und insofern haben wir es hier auch mit einem neuen Prozess zu tun. Und das wird gerne vergessen. Also die Politik kann hier nicht auf viele Erfahrungen zugreifen, denn Wahlkämpfe vorher bis
auf Bundesebene bis zum letzten Wahlkampf in 2009 haben nicht in diesen Umfeldern stattgefunden. Da war es noch eine eher auf reichweitenstarke Websites, Portale, eigenständige Kampagnenseiten, ausgelegte Kommunikation, die aber eben nicht so stark in den sozialen Netzwerken stattgefunden hat. Und diese Besonderheit der Struktur ist in sehr kurzer Zeit erst entstanden. Und insofern ist es durchaus verständlich, dass eben auch nicht alle Kampagnenideen und Strategien, die man entwickelt, auch gleich zünden. In der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere durch die alten Medien, wird aber hier sehr schnell eine Kritik formuliert, die dann ganz verkürzt und pauschal laut, die Politik kann mit den neuen Medien nicht umgehen. Woher soll sie es denn können, wenn sie es nicht wenigstens probiert? Und das kann man der Politik nicht vorwerfen, dass sie nicht relativ experimentier- und auch risikofreudig auf diese neuen Angebote zugeht und es mal ausprobiert. Da ist sie in vielen Fällen durchaus mutiger als diejenigen, die das immer wieder kritisieren, nämlich Vertreter aus den alten Medien, die sehr, sehr zögerlich sind, auch was die Nutzung sozialer Netzwerke angeht. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, was man in den sozialen Netzwerken machen kann, hilft ein Verweis auf den Hamburger Kollegen Jan Schmidt, der eigentlich sehr gut zeigt in seinem Band Das neue Netz, Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0, was denn nun tatsächlich typische Nutzungsformen sind in den sozialen Netzwerken. Ausgehend von diesen drei Grundelementen, Profil anlegen, mit anderen Menschen verbinden und entlang dieser Verbindungen sich durch das Netz bewegen, hat er gefragt, was sind denn die wesentlichen Funktionen, die die Nutzung der Angebote in sozialen Netzwerken erfüllen? Das ist dann aus seiner Perspektive einmal das Identitätsmanagement, also wie stelle ich mich da, mit welchem Bild präsentiere ich mich, was teile ich in den Netzwerken? Sind es Dinge aus dem Privatleben oder sind es eher berufliche Dinge? Gehe ich dort sehr meinungsstark vor oder halte ich mich damit etwas zurück? Man gestaltet mit solchen auf das Identitätsmanagement ausgerichteten Inhalten zunächst mal das digitale Erscheinungsbild in den sozialen Netzwerken und hat hier relativ viele Möglichkeiten, entweder sehr, sehr offen und frei damit umzugehen und eigentlich alles zu teilen oder aber eben zurückhaltend, selektiv Dinge zurückzuhalten aus den sozialen Netzwerken, um ein ganz bestimmtes Bild zu zeichnen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite wäre das Beziehungsmanagement. Das heißt also, man kümmert sich um die Pflege von Kontakten. Es gibt viele, die tatsächlich richtig auf die Suche gehen und Menschen, die sie aus anderen Lebenszusammenhängen herkennen, also Schule, Ausbildung, vielleicht nach einem Umzug, einem ehemaligen Wohnort, versuchen diese Menschen wieder aufzufinden und sich dann über soziale Netzwerke mit ihnen zu verbinden, um so Beziehungen zu knüpfen. Das wäre das Beziehungsmanagement. Das kann ich auch eher intensiv machen. Oder ich kann auch hier sehr selektiv vorgehen und nur Kontakte bei Facebook mit Menschen pflegen, die ich vielleicht auch im realen Leben kenne. Kann ein Kriterium sein. Kann sein, ich mache das nur mit Menschen, mit denen ich verwandt bin oder mit Menschen, mit denen ich zumindest mal einen persönlichen Kontakt hatte. Andere würden sagen, ist mir egal, da lege ich kein solches Kriterium an. Wen ich spannend finde, wen ich interessant finde, den frage ich um eine oder bitte ich um die Aufnahme in ein solches Beziehungsnetzwerk und dann kann man sehen, ob das funktioniert oder nicht. Der dritte Schritt, also in der Mitte steht aber immer, und das wäre eben der Punkt, die eigene Person, die tatsächlich zentral durch dieses Beziehungsverhalten in den sozialen Netzwerken einen Beitrag leistet, wie man die sozialen Netzwerke wahrnimmt und welche Inhalte man dort tatsächlich auch angeboten bekommt. Und der dritte Punkt wäre das sogenannte Informationsmanagement. Was stelle ich jetzt an Informationen darüber ein? Das kann in einer sehr egoistischen Perspektive passieren, also erstmal nur das, was mich interessiert oder das, was ich tue. Das können aber auch Dinge sein, die ich für ganz interessant halte und die ich vielleicht aus anderen Medienumgebungen in das Netz hineintrage. Also wenn ich einen spannenden Zeitungsartikel lese oder wenn mir beim Spaziergang durch die Straßen irgendwas auffällt und ich mache ein Foto davon, dann kann ich das im Netz einstellen, kann es kommentieren und kann fragen, ob das vielleicht andere auch interessiert und kann so Diskussionen lostreten. Das kann ich machen, ich muss es nicht machen. Und dieses Informationsmanagement wäre dann sozusagen das dritte Package, das ich
angehen kann in einem solchen sozialen Netzwerk. Und auch hier wäre wieder der Hinweis, das funktioniert in Facebook, das funktioniert aber auch in anderen Netzwerken. Ein Beispiel auch hier jetzt wieder von mir wäre aus Twitter. Aus Anlass der Meldung, dass Papst Benedikt als erster Papst nun auch einen Twitter-Account pflegt, nämlich @pontifex, dachte ich, das müsste ich mal kommentieren mit OMG, also Oh my God. Das wäre die richtige Reaktion darauf. Und das ist in gewisser Weise schon so etwas wie ein Informationsmanagement. Man teilt eine bestimmte Nachricht. Der Papst ist bei Twitter und versieht es mit einem bestimmten Ausruf. Man könnte das an der Stelle auch kritisieren oder kann es gut finden. Hier erstmal nur der Hinweis darauf, dass da etwas passiert. Das wäre also der dritte Schritt. Diese Veränderung und diese im Vergleich zu älteren Nutzungsformen des Internet neue Kommunikationsinfrastruktur der sozialen Netzwerke verändert aus meiner Perspektive sowohl den Zugang wie auch den Umgang mit den bereitgestellten Informationen. Das betrifft eben auch den Umgang und Zugang mit Informationen, die sich auf Politik beziehen. Es macht einen Unterschied, ob ich im Web 1.0 auf einer ganz normalen Website mit Inhalten aus dem Bereich der Politik konfrontiert werde oder in den doch eher persönlich ausgerichteten Umfeldern der sozialen Netzwerke. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Unterschied. Es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich das in einem sozialen Netzwerk mache oder ob ich in eher massenmedial ausgerichteten Bereichen des Internet unterwegs bin. Insofern muss man als politischer Akteur nun darüber nachdenken, dass wir es hier eigentlich mit einem anderen Umfeld zu tun haben. Es ist eine andere Disziplin des Online-Wahlkampfs. Es ist nicht dasselbe, ob ich über die Partei-Homepage oder die Kandidaten-Homepage nachdenke, sondern über die Präsenz in sozialen Netzwerken. Und da soziale Netzwerke eben als etwas Neues gelten im Wahlkampf, erregen sie auch in den alten Medien stärkere Aufmerksamkeit. Und ich kann mir als Politiker dann eigentlich an wenigen Fingern ausrechnen, dass wenn ich in die Medien kommen möchte, durch die Nutzung der Online-Kommunikation, dann habe ich eine höhere Chance, wenn ich das mit einer dieser nachrichtenwerten sozialen Netzwerkplattformen tue, als wenn ich nun einfach nur in Anführungszeichen eine Website neu auflege und aufwendig neu gestalte zur Wahl. Facebook kommt dabei eine große Rolle zu. Ich will über die Entwicklung relativ schnell hinweggehen, aber Facebook, wissen Sie, ist weit verbreitet, weltweit mehr als 1 Milliarde Nutzerprofile, muss man sagen, in Deutschland irgendwo zwischen 25 und 30 Millionen Nutzern. Man muss sich das immer vor Augen halten, in einer relativ kurzen Zeit, vor 4 Jahren, und das ist im Bereich der Politik immer der Referenzpunkt, gab es in Deutschland etwa 4 Millionen Facebook-Profile. Da war Facebook nicht das größte soziale Netzwerk in Deutschland. Da gab es andere, StudiVZ, SchülerVZ, Lokalisten. Wer kennt wen, sind Angebote, die kennt man heute vielleicht noch gerade so, aber sie spielen eigentlich keine relevante Rolle mehr. Also heute findet die Kommunikation in sozialen Netzwerken in Deutschland eigentlich vornehmlich auf Facebook statt, eben auch mit einer sehr viel größeren Reichweite. Allein deshalb ist es für politische Akteure schon ganz leicht nachvollziehbar, warum man dort präsent sein sollte. Einfach weil ich davon ausgehen kann, dass ich in diesem reichweitenstarken, großen Netzwerk tatsächlich dann auch nennenswerte Zuschauer, Leser, Mitmacher, Zahlen erreichen werde. Und das eben keine ganz kleine Veranstaltung mehr ist, sondern eher eine Reichweite, die man nicht ganz deutlich, aber ansatzweise eben mit den Strukturen der alten elektronischen Massenmedien vergleichen kann. Die Frage, die sich jetzt stellt, das hatte ich schon angedeutet, was bedeutet das denn nun für die Kampagnenführung politischer Akteure? Der Schlüsselbegriff hier ist, dass wir es mit anderen Öffentlichkeiten zu tun haben. Nicht mehr die unpersönlichen, eher anonymen, massenmedialen Öffentlichkeiten, für die wir am Wochenende dann wieder ein großes Beispiel sehen werden. Also 4 Fernsehsender übertragen das Kanzlerduell. Viele, viele Menschen schauen zu, aber es gibt zumindest über die alte Medienumgebung Fernsehen nicht wirklich eine Rückkopplung und die Akteure, die im Zentrum stehen, wissen auch nicht, wer vor dem Fernseher zuschaut. Bei der Kommunikation in den sozialen Netzwerken ist das anders. Es besteht durch die Struktur der
Beziehungsnetzwerke zwischen den Profilen in den sozialen Netzwerken tendenziell schon die Möglichkeit zu wissen, mit wem man es da zu tun hat. Es besteht auch die Möglichkeit, Rückkopplungen aufzunehmen, die eben von Bürgern in den sozialen Netzwerken getätigt werden. Und das ist tatsächlich etwas anderes als in der alten, unpersönlichen, massenmedialen Öffentlichkeit der Mediendemokratie alter Prägung mit dem Fernsehen als Leitmedium. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Das machen manche Politiker, manche machen es nicht. Und wenn man sich dann verschiedene Angebote anschaut oder verschiedene Nutzungspraktiken anschaut, die die Politiker an den Tag legen, wenn es um die Kommunikation in sozialen Netzwerken geht, dann wird vielleicht auch etwas besser deutlich, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Wenn man nämlich einfach nur soziale Netzwerke so nutzt, als wäre es einfach nur eine andere Website, eine andere Form der Massenkommunikation, es ist ein großes Netzwerk, und sich aber nicht darum kümmert, dass man tatsächlich auch persönlichere Kommunikationselemente dort erwartet als Nutzer, dann kann es für einen Politiker schwierig werden. Und zumindest sollte man darüber nachdenken, in welcher Weise man sein politisches Identitätsmanagement gestaltet. Wir werden uns dann noch ein paar Beispiele anschauen und sehen dann, dass es da teilweise sehr, sehr konventionelle, institutionelle Profile gibt oder eben auch stärker private, persönlich orientierte Profile. Und diese funktionieren in der Regel immer etwas besser. Es ist auch nicht so, dass es keine Regeln gäbe für die Präsentation oder die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, aber es sind eben in vielen Fällen andere als diejenigen, die man aus den alten Medienumgebungen oder im persönlichen Umgang herkennt. Es ist aber nicht so, dass es dort keine Regeln gibt. Und es gibt tatsächlich in vielen Fällen immer noch die Wahrnehmung, dass man im Internet alles machen dürfe. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt dort durchaus auch Sanktionsmöglichkeiten. Ich will an der Stelle und dann auch den ersten Teil abschließen, kurz ein paar Screenshots nur zeigen. Und wie gesagt, vielleicht können wir dann im Nachgang zu dem Vortrag noch das vielleicht ein bisschen vertiefen. Das wäre jetzt ganz klassisch erstmal ein Profil. Also klassisch sagt man jetzt, also es ist immer noch sehr neu, aber das ist eine relativ selbstverständliche Präsentation schon des Kandidaten Peer Steinbrück über Facebook mit erstmal 30.000 Gefällt mir Angaben. Man wird verwiesen auf verschiedene andere Angebote, die auch noch unterhalten werden. Wenn man die Seite nach unten durchblättern würde, findet man dann tagesaktuell, stündlich aktuell, je nachdem, was gerade passiert im Wahlkampf, Berichte über die jeweils aktuellen Aktivitäten. Das ist vielleicht nicht so bemerkenswert auf den ersten Blick, auf den zweiten aber schon, weil man eben sagen muss, das ist auch das erste Mal, dass es solche sehr ausführlichen und sehr professionell gestalteten Angebote gibt mit einer nennenswerten Reichweitenerwartung in den sozialen Netzwerken. Mal kurz auf die Kanzlerin gucken. Wir sind ja in der Duellwoche und wir sehen ganz schnell, es gibt auch im Netz etwas, was man üblicherweise als Kanzler oder Kanzlerin-Bonus bezeichnen kann. 342.000 Likes, nicht 30.000, sondern 320, mehr als 10-mal so viele. Das heißt erstmal noch nicht viel. Da ist in keiner Weise eine zwingende Wertung mit verbunden. Es heißt aber schon, dass die Aufmerksamkeitsströme auf das Facebook-Profil von Angela Merkel um ein Vielfaches größer sind als die Bewegungen, die sich in Richtung Peer Steinbrück geben. Also das, was die Kanzlerin in Facebook macht, ist tendenziell sehr viel sichtbarer als das, was der Herausforderer macht. Und das kennen wir auch aus alten Medienumgebungen und wird hier entsprechend auch fortgeführt. Anderes Beispiel, das wäre jetzt bei den anderen beiden Profilen der Teil, der etwas weiter unterhalb dieser Eröffnungsbilder zu sehen ist. Mal kurz da sehen, finden wir auch ein Motiv, das auch in anderen Bereichen der Kampagne sich widerspiegelt. Wir haben Steinbrück und wir haben einen Hintergrund mit Menschen und bei Angela Merkel haben wir Angela Merkel. Und wir sehen, das findet man auf Plakaten, das findet man in Spots mal wieder, also Fokussierung, Personalisierung, hier ganz klar auf die Person. Und bei Peer Steinbrück geht es immer darum, ihn im Kreise der Partei
der Organisation abzubilden und ihn dort zu verorten. Beispiel aus einer Facebook-Seite der Grünen. Wenn man etwas weiter hinuntergeht, findet man einzelne Einträge. Tagesaktuell von heute, noch 27 Tage. Verschiedene Gründe, warum man denn Grün wählen sollte, um etwas zu verändern. Verweise auch wiederum hier auf andere Wahlkampfmedien wie Wahlplakate, die man außerhalb des Netzes sieht, die hier nochmal abgebildet werden und so weiter. Ein anderes Format, das aus dem hessischen Landtagswahlkampf, nicht aus dem Bundestagswahlkampf kommt, ist die Wahlkampf-WG. Man sieht, wie Wahlkampf auch funktionieren kann. Also nicht so sehr eine Einzelperson im Vordergrund, sondern ein Kampagnenteam, das sich in Wiesbaden in einer Wohnung gerade zusammenrottet und dort für die SPD einen nicht uncleveren Online-Wahlkampf macht, indem man sehr viel spielerischer, sehr viel jünger versucht, mit dem Medium umzugehen. Das ist noch ein sehr kleines Angebot, das aber auch in einer anderen Hinsicht, sehen wir nachher nochmal beim Beispiel Online-Video, recht innovativ vorgeht und das gezielt in einer solchen sozialen Netzwerkplattform als eine Art Experiment aufzieht, um eine ganz bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Die anderen beiden oder die großen Angebote sind mehr oder weniger Catch-all-Formate. Es geht darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Hier könnte man schon sagen, dass es sich eher um ein Angebot für Jung- und Erstwähler handelt, wie man auch an den entsprechenden Personen, die da beteiligt sind, dann sieht. Zum zweiten Punkt, politische Echtzeitkommunikation. Das ist etwas, was wir auch wiederum als eine Innovation bezeichnen können, die es allerdings vor 4 Jahren auch gegeben hat, nur in einem relativ geringen Umfang und auch in den vergangenen 4 Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Die Nutzung von Twitter, die Ihnen vielleicht bei der Sichtung des sonntäglichen Tatorts schon mal untergekommen ist oder während Sportveranstaltungen, generell Live-Ereignissen, die mit Twitter-Nachrichten ergänzt werden. Wetten, das wäre noch ein klassisches Beispiel eigentlich in Deutschland. Das ist etwas, was wir im Wahlkampf auch immer häufiger sehen, dass über die Plattform Twitter, die man auch als ein soziales Netzwerk bezeichnen kann, weil man auch dort Profile anlegt, sich mit anderen Nutzern verbindet und dann in den Inhalten sich bewegen kann oder durch die Inhalte bewegen kann, passiert insgesamt noch etwas weniger. Es ist nicht so reichweitenstark wie Facebook, aber gilt immer noch als sehr innovativ und ist häufig eben auch dann Gegenstand der Berichterstattung in den alten Medien. Es gibt immer mal wieder Aufregung, weil jemand was getwittert hat, was er vielleicht lieber nicht getwittert hätte. Das können Texte, das können aber auch Bilder sein. Der junge Mann, den Sie hier sehen, Christopher Lauer, ein Politiker der Piratenpartei in Berlin, hat irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Das ist mir zu mühsam. Ich erhalte zu viele an mich gerichtete Beschimpfungen und muss sehr viel Zeit investieren, um dort das, wenn man so will, Beziehungsmanagement zu steuern. Er hat sich so ein bisschen zurückgezogen, aber das ist eher ein Ausnahmefall. Im Moment ist es eher so, dass die Politiker in Richtung Twitter sich bewegen. Per Steinbrück hat mit relativ großem Brimborium sein Twitter-Account eröffnet in zeitlicher Nähe zum Papst. Das war auf der einen Seite ganz gut, weil dann beide Neulinge begrüßt wurden im Netz. Auf der anderen Seite war es nicht so gut, weil der Papst sehr schnell 1 Million Follower hatte und Per Steinbrück eben nur ein paar Tausend. Aber gut. Die Idee dahinter ist zunächst mal etwas Auffälliges zu tun, neu zu sein, sich mit dem Format auseinanderzusetzen, ohne dass damit erstmal eine konkrete inhaltliche Absicht verbunden war. Dass man das tatsächlich recht zielgerichtet machen kann als politischer Akteur, konnte man ganz gut sehen entlang der Bundesparteitage im vergangenen Jahr von CDU und SPD. Da hat man tatsächlich versucht, aus dieser neuen Umgebung heraus dann so etwas wie eine stärkere Sichtbarkeit herzustellen für einen Parteitag. Man hat versucht, die Plattform Twitter zu nutzen, um während des Parteitags über die Ereignisse zu berichten und hat dabei auf die Hilfe von Twitter zurückgegriffen. Wenn man, das ist vorhin schon kurz angesprochen worden, ein
Ereignis begleitet über diese Form der Echtzeitkommunikation und vergibt einen Hashtag, das Wort ist vorhin schon mal gefallen, für den Mediensommer wäre es MESO13, für den CDU-Parteitag war es CDU-PT12. Und wenn danach gesucht wird, dann erhält man ein Ergebnis der Nachrichten, die eben diesen Hashtag erhalten haben. Was man dann gemacht hat, sowohl bei SPD und CDU, war, dass man die Suchseite sich gewissermaßen hat sponsern lassen und dort sehr, sehr präsent vertreten war, in Kooperation mit Twitter, also so eine Art exklusive Berichterstattung über die Suchmöglichkeit nach verschiedenen Hashtags und hat auf diese Art und Weise versucht, die Berichterstattung über den Parteitag im Netz so ein bisschen, na, nicht unbedingt zu kontrollieren, aber doch zu gestalten und für höhere Sichtbarkeit zu sorgen. Das hat man gerade außerhalb des Netzes schnell wahrgenommen und hat das kritisiert und gesagt, das ist eine unheilige Allianz, wenn also ein politischer Akteur mit einem Medienanbieter wie Twitter zusammengeht und man dann eine Vorauswahl vornimmt. Und also die harschsten Kritiker haben gesagt, das ist sowas wie Zensur. Ich habe das auch irgendwie realisiert, aber gesagt, das ist eigentlich nur eine neue Form von Werbung, die hier betrieben wird. Und das hat, denke ich, dann gerade einige Vertreter aus den alten Medien so einen auf den Plan gerufen, die hier gesehen haben, das ist irgendwie eine ungute Entwicklung. Wenn Medienanbieter wie Twitter Partnerschaften mit politischen Parteien angehen, dann hat das vielleicht mit einer offenen, freien Kommunikation im Netz nicht mehr so viel zu tun, sondern es werden Filtermechanismen gestartet, die Menschen, die sich darüber informieren wollen, was auf einem Parteitag passiert, vielleicht gar nicht mehr alle Informationen liefern, sondern nur noch vorausgewählte. Und das, was jetzt hier am Beispiel der CDU gemacht wurde, findet man in der Kritik genauso auch bei der SPD wieder. Also Partnering zwischen politischen Akteuren und neuen Medienanbietern wird gerade von den alten Medienanbietern sehr kritisch gesehen und auch deutlich angeprangert. Und das wird ganz interessant sein jetzt am Wochenende, weil auch da haben wir wieder ein sehr prominentes Ereignis, das Kanzlerduell. Auch da wird wieder getwittert werden und da wird es dann interessant sein zu schauen, was macht ein Anbieter wie Twitter aus dieser Situation. Gibt es auch da wieder Versuche der Parteien, ihr Kandidat, Kandidatin besser dasteht oder besser abgebildet wird. Das werden wir sehen. Mir geht es gar nicht so sehr um den konkreten Fall, aber es geht mir um die mögliche Verbindung oder die Allianz zwischen politischen Akteuren und neuen Medienanbietern. Was man nämlich erkennen kann, ist an diesem Beispiel, dass die politischen Akteure sehr viel besser und sehr viel einfacher selbst als Sender, als Medienanbieter auftreten können in den digitalen Medienumgebungen, wenn sie die entsprechenden Kommunikationstechniken für ihre Zwecke anwenden. Und darüber denkt man im Moment noch gar nicht wirklich nach. Zunächst einmal geht es den politischen Akteuren darum, ihren Output möglichst breit zu streuen und für möglichst viele Menschen sichtbar machen zu können. Das ist auf der einen Seite ein großes Potenzial, aber das kann natürlich auch durchaus eine Gefahr mit sich bringen, wenn es denn tatsächlich dazu führt, dass einseitig nur Inhalte abgebildet werden oder im Netz wahrnehmbar sind durch solche Verbindungen oder eben auch nur das trickreiche Ausnutzen von verschiedenen technischen Möglichkeiten. Was dabei immer wieder vergessen wird, ist, dass es sich eben bei der Nutzung sowohl von Facebook wie auch von Twitter wie auch von anderen sozialen Netzwerken eben nicht um eine ganz öffentliche, freie Kommunikation handelt, sondern es geht um kommerziell rückgebundene Kommunikationsumfelder. Das sind Unternehmen. Facebook, Twitter, YouTube, Google. Das sind nicht öffentliche Akteure. Und das, was dort kommuniziert wird, ist auch nicht unbedingt frei und offen, sondern das ist zunächst einmal das Sprechen in einen kommerziellen Raum. Wir müssen keine Gebühren bezahlen, um das zu lesen, im Moment zumindest noch nicht. Aber es ist eben auch keine vollkommen frei zugängliche öffentliche Spielwiese, in der jeder machen kann, was er will. Und
Unter diesem Vorbehalt sind eben viele Inhalte und viele Kommunikationsbeiträge einfach auch noch zu verstehen, wenn es darum geht, herauszufinden, was heißt denn eigentlich politische Kommunikation heute und was ist tatsächlich das Sprechen im öffentlichen Raum. Und streng genommen sind soziale Netzwerke oder Twitter-Plattformen oder andere Online-Angebote erstmal keine öffentlichen Räume, sondern es sind kommerzielle Räume. Was man nun machen kann im Umfeld oder in dieser Verbindung, Echtzeitkommunikation, großes politisches Ereignis, denke ich, werden wir jetzt am Sonntag ein bisschen was sehen. Was man machen kann, hat man in den USA gesehen. Hier hat Twitter selbst, das Unternehmen, zusammengestellt, was während einer der vier Presidential Debates passiert ist. In den gut 90 Minuten, die diese Debatte gedauert hat, wurde viel getwittert. Insgesamt gab es 7,2 Millionen Tweets, die mit dem Hashtag Debates verbunden waren und auf diese Art und Weise visualisiert werden können. Und was man hier sieht, ist dann so eine Art Fieberkurve des Diskussionsverlaufs. Und man kann, so ähnlich wie es in Experimenten mit ganz wenigen Teilnehmern auch nachweisen kann, die wichtigsten, die strittigsten Punkte der Debatte herausarbeiten können, nämlich die Minuten, wo am meisten getwittert wurde. Und das sind Zahlen, die sind erheblich. Also wenn man sich den höchsten Ausschlag anschaut, waren das knapp 110.000 Tweets pro Minute, die dann an einer Stelle, als es um Immigration ging, abgesetzt wurden, wo man sagen kann, das war vielleicht die entscheidende Stelle in dieser Debatte. So etwas Ähnliches wird man vermutlich in Deutschland auch sehen. Allerdings längst nicht mit diesen Zahlen, also weder in der Summe noch bei diesen Minutenausschlägen. Ich bin selber sehr gespannt, aber vermutlich werden wir es, naja, vielleicht in einem ein- oder höchstens zweistelligen Tausenderbereich pro Minute schaffen und nicht darüber hinaus. Aber und da darf man gespannt sein. Twitter selbst, und da sieht man schon den großen Unterschied, also Twitter Politik ist jetzt ein Sonderaccount, der noch gar nicht lange aktiv ist, der auch noch nicht viel getwittert hat. Mit nicht mal 300 Followern ist das quasi noch nicht wirklich sichtbar. Und das deutet an, dass eben Twitter in Deutschland noch ein sehr, sehr randständiges Programm ist. Trotzdem, was man dort auch macht, ist, dass man versucht anzuzeigen, wo viel über Politik getwittert wird in solchen Kurven. Die sind jetzt über einen längeren Zeitraum angelegt, fängt 20. Juli an, geht jetzt bis gestern, 25. August. Die Farben entsprechen den Parteien. Und so sieht man, zu welcher Partei an einem bestimmten Tag am meisten getwittert wurde. Es gibt einen relativ deutlichen Ausschlag an einem Tag. 5. August wurden mehr als, und da sieht man auch den Unterschied, mehr als 4.000 Tweets an einem Tag, nicht in der Minute, an einem Tag gezählt mit Grün. Hat jemand eine Idee, was das wohl sein könnte? 5. August, glaube ich, wurde viel über Grünes im Netz getwittert. Veggie Day, genau. Das ist der Ausschlag, den man hier sieht. Und also so wenig braucht es, um so sichtbar zu sein in einer solchen Kurve. Und wir werden mit Sicherheit jetzt am 1. September hier einen deutlichen Ausschlag von zwei Kurven sehen. Die schwarze und die rote Kurve, also CDU und SPD, im Umfeld des Kanzlerduells werden deutlich höher liegen als die übrigen Parteien, aber eben längst nicht auf einem Level, wie wir es von den USA gesehen haben. Zum letzten Punkt. Es wird dann auch der unterhaltsamste und da schauen wir uns dann auch noch was an. Video-Campaigning, Nutzung von Online-Video ist etwas, was wir gerade auch in diesen Tagen immer häufiger sehen, ist auch im strengen Sinn nicht wirklich etwas Neues, wird seit einigen Jahren schon gemacht. Bundestagswahlkampf, Landtagswahlkampf, ein Beispiel aus Hessen nochmal, schon von 2008. Das ist insofern ganz relevant, weil das ein Spot ist, den man niemals nicht im Fernsehen zeigen würde. Der Kandidat, Thorsten Schäfer-Gümbel, der auch jetzt der Kandidat ist, läuft mit so einer Kaffeekanne durch eine komische Küche. Das dauert 19 Sekunden. Er läuft auf die Kamera zu und sagt dann am Ende, das wird ein anstrengender Wahlkampf, ich schenke mir schon mal einen Kaffee ein oder so. Und dann ist der Spot auch schon vorbei. Und man sieht, dass eben in diesen neuen Umgebungen ganz andere Inhalte abgespielt werden können.
die aber ganz gut funktionieren. Also dieser Clip hatte, und das ist schon, wie gesagt, 5 Jahre her, gut 9000 Zugriffe. Das ist nicht wenig, wenn man mal auf das schaut, was aktuell Politiker-Videos bei YouTube für Zugriffe haben. Das ist durchaus schon eine relevante Zahl. Auch hier wieder, Vergleich zu den USA, funktioniert in keiner Weise, weil dort Plattformen natürlich noch größere Reichweiten haben, aber vor allen Dingen die Politik auch sehr viel nachhaltiger und kontinuierlicher auf den Aufbau von Zielpublika setzt, während in Deutschland das typische Beispiel ist, naja, Videos, die mache ich halt alle 4 Jahre mal kurz vor der Wahl, dann werden schon ein paar Leute zuschauen. Das machen sie auch, aber sind dann eben schnell wieder weg. In den USA wird damit sehr viel nachhaltiger umgegangen. Wichtiges, großes Vorbild natürlich, Barack Obama. Ein langer Werbefilm, der auch im Fernsehen gelaufen ist, der auch bei YouTube gelaufen ist, 2 Millionen Zugriffe gehabt hat, dort abgebildet wurde als klassisches Wahlkampfelement. Aber man sieht es zum Beispiel auch, dass während der regulären Amtsführung dort YouTube schon eine sehr viel größere Rolle spielt. Wir kennen es so ein bisschen in Deutschland vom Videopodcast der Bundeskanzlerin. Das ist mittlerweile ein regelmäßiges Format geworden. Es war am Anfang auch wieder eine Quelle für Hohn und Spott in den alten Medien, aber mittlerweile funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Bei Barack Obama gibt es auch etwas elaboriertere Formate, wie diese Aufarbeitung der State of the Union Address, die dann eben kombiniert wird, das Bild der Rede im Kongress mit zusätzlichen Informationsmaterialien in der PowerPoint-Präsentation, die so im Kongress nicht zu sehen ist, aber die eben dann auf dieser YouTube-Oberfläche nachvollziehbar gemacht wird. Auch hier gilt das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass aufgrund der entwickelten technologischen Möglichkeiten, die politischen Akteure, Parteien, einzelne Politiker sehr viel bessere Möglichkeiten haben, sich als Sender zu positionieren. Und davon machen tatsächlich viele, viele Anbieter Gebrauch. Sie machen das zum Teil auf YouTube, zum Teil aber auch auf den klassischen Parteiseiten. Also wenn Sie auf eine normale Partei-Homepage gehen, finden Sie immer relativ viele Videoelemente. Das heißt, das ist nicht nur auf ein Angebot wie YouTube beschränkt, sondern Videos springen Ihnen eigentlich auf jeder moderneren Website sofort ins Auge und man sieht dort meist selbst produzierte Inhalte, die häufig so aussehen wie journalistische Formate, es aber eigentlich nicht sind, sondern nur eine per Video angefertigte Form der PR. Besonders interessant wird das, wenn man dann mal in die alten Medien schaut. Da gibt es jetzt im Vorfeld der Wahl auch immer viele Angebote, die auf die Einbindung von Politikern zielen. Und die Politiker werden dann häufig auch in eine Situation gebracht, wo sie selbst Videos produzieren sollen. Und das, was sie dann machen, ist ganz interessant. Sie spielen im Grunde Journalist. Sie interviewen andere Politiker und Kollegen, laufen gerne mit dem Mikrofon durch die Gegend, sprechen die Kollegen an. Das heißt also, sie spielen Fernsehen. Das ist zunächst erstmal nicht schlimm, aber es hat auch hier wieder es gibt ein gewisses Problem, wenn für die Bürger eigentlich nicht mehr erkennbar ist, was ist das denn eigentlich? Ist das tatsächlich Journalismus? Fragt da ein Unabhängiger, ein Politiker? Oder ist das etwas, was tatsächlich nur innerhalb der Blase oder innerhalb des Filters einer Partei passiert? Und da sehe ich durchaus eine Gefahr, dass wir in diesem Politikerjournalismus oder Quasi-Journalismus eine Konkurrenz erleben. Einmal in Richtung des klassischen unabhängigen Journalismus und auch des sogenannten Bürgerjournalismus. Da ist man ja auch immer sehr, sehr zurückhaltend und sagt, darf man das machen? Ist es nicht zu vereinfachend? Kann da nicht jeder einfach irgendwelchen Unfug einstellen? Kann passieren. Die größere Gefahr, denke ich, ist aber tatsächlich, dass die Politiker sich diesen Arbeitstechniken annehmen und dann tatsächlich Angebote gestalten, so als wären sie selbst ihr eigener Mediendienstleister. Und das kann in der Tat dann im Wahlkampf zu einigen Verzerrungen führen. Das ist im Übrigen genau das, was Barack Obama auch gemacht hat. Also der diese selbstproduzierte, quasi journalistische Angebotsstruktur sehr perfekt umgesetzt hat.
und auf diese Art und Weise auch gewissermaßen an den klassischen Medien vorbei große Reichweiten erzielt hat und sehr gut die eigene Botschaft präsentieren und in Deutschland gibt es auch einige Beispiele und wie stark die Grenzen verschwimmen, sieht man auch quer durch die Parteienlandschaft bei solchen Formaten wie CDU-TV, also das Setting original wie in einem Fernsehstudio, könnte auch fast bei Domian sein, also man hat hier vorne den Tisch, es rufen Leute an und stellen Fragen und die beiden versuchen dann zu antworten. Im Hintergrund sieht man so eine Art Newsroom, da wird gearbeitet, da laufen immer mal Leute hin und her und man könnte meinen, es ist in einem Fernsehstudio, es ist CDU-TV und was man tatsächlich aber dann schon merkt, wenn da jemand anruft und fragt, möchte er immer gerne mit der Frau Bundeskanzlerin reden. Das ist schon das erste Problem, fällt vielen eben nicht auf. Da sitzt bei CDU-TV, nicht Bundestag-TV oder Bundesregierung-TV, da sitzt die Parteivorsitzende. Für die Bürger ist es die Bundeskanzlerin. Also das ist eine Verschiebung der Kategorien, die fällt so schnell erstmal nicht auf, ist aber streng genommen durchaus ein Problem. Denn in ihrer Funktion als Kanzlerin darf zum Beispiel Angela Merkel auch die Infrastruktur aus der Partei nicht nutzen, um damit so etwas wie Wahlkampf zu machen. Würden natürlich immer sagen, nein, das ist ja Parteifernsehen, es fällt nur keinem mehr auf. Auch die Fragen, die gestellt werden, die ausgewählt werden, stellt eben kein unabhängiger Journalist, der bei irgendeinem Medienunternehmen angestellt ist oder beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern das ist ein Mitarbeiter der CDU-Parteizentrale oder analog bei der SPD findet man es genauso. Sieht aus, als würde eine Journalistin mit dem Kandidaten reden, ist aber eine Mitarbeiterin oder eine Dienstleisterin der SPD. Es werden Fragen gestellt und es wird dann ein gefälliges Interview geführt. Was ist die Gefahr, die bei diesen Videoformaten eigentlich droht, dass tatsächlich hier an den etablierten Medienkanälen vorbei kommuniziert wird und die Bürger erstmal entziffern müssen oder sich anstrengen müssen herauszufinden, was sehen wir denn da eigentlich? Ist es Journalismus oder ist es reine Polit-PR? Etwas leichter ist diese Unterscheidung zu machen, wenn es jetzt gerade im Vorfeld der Wahl um die Wahlspots geht. Das ist ein Screenshot zunächst mal nur aus dem aktuellen CDU-Spot, sehr stark auf Angela Merkel fixiert, die dort etwas berichtet. Das ist noch die harmlose Variante. Man sagt, das ist etwas, das ist sowohl für Fernsehen, Kino oder eben auch im Netz produziert. Aber es gibt eben auch immer mehr Angebote, die sich zunutze machen, dass es so leicht geworden ist, in eine Kamera zu sprechen, aufgezeichnet zu werden und gesendet zu werden. Das machen wir ja auch. Das kann erfolgreich sein, muss aber nicht, wie zum Beispiel das, was die Dame hier gemacht hat, Josefa Schmidt, Bürgermeisterin in Niederbayern, im Bayerischen Wald, glaube ich, die ein Lied gecovert hat, das bebildert hat mit einem Video, das sehr schnell in den sozialen Netzwerken transportiert wurde und ihr erstmal Hohn und Spott eingebracht hat, weil Volksmusik ist nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Und auf der anderen Seite hat sie sich offenbar da auch ohne den Urheber, das war Reinhard Fendrich, zu fragen, ob sie denn mit diesem Video etwas oder mit dieser Musik etwas machen darf. Solche Do-it-yourself-Videos kommen immer stärker jetzt im Wahlkampf unter und wenn man wöchentlich so ein bisschen ins Netz schaut, findet man eigentlich immer genügend Peinlichkeiten, die man sich dann anschauen kann. Es entstehen gelegentlich auch neue Formate im Netz, wie dieses sehr schöne Jung und Naiv, also ein Journalist, sehen das Format, das ist nicht irgendwie gekippt, sondern das gehört dazu. Man versucht in diesen Medienumgebungen etwas anders sich zu präsentieren, jünger zu präsentieren als in den alten Medien. Und der Herr Jung, der dort oberhalb von Herrn Steinbrück zu erkennen ist, stellt betont einfach klingende, entwaffnende, naive Fragen und die Politiker müssen sich in diesem Format dann erstmal behaupten. So etwas kommt gelegentlich neu hinzu.
schafft es vielleicht dann auch mal in die Kreisläufe der alten Medien und ist ein seltener neuer Impuls, der aus diesem Umfeld des Online-Video entsteht. Also nicht nur die politischen Akteure können diese Plattform nutzen, sondern tatsächlich auch Bürger, interessierte oder aktive Menschen, die ein besonderes Verständnis eben von digitalen Medien haben und sich trauen, da tatsächlich auch neue Projekte einfach mal zu entwickeln und auszuprobieren. Und dann gibt es vielleicht tatsächlich auch einmal ein paar neuere Entwicklungen im Umfeld der Bundestagswahl. Ich komme zum Schluss. Wo führt uns das denn nun hin? Darüber kann man durchaus ja spekulieren und kann darüber nachdenken. Ich hatte begonnen damit zu sagen, dass das, was im Netz passiert, nicht so schlecht ist, wie es in vielen Fällen, in vielen Berichten über den Online-Wahlkampf gemacht wird. Und trotzdem ist es so, dass hier in Deutschland die Neuerungen jetzt nicht unbedingt wie Pilze aus dem Boden sprießen. Man kann, wenn man sich gerade über einen längeren Zeitraum mal anschaut, was in Deutschland passiert im Netz oder bei der politischen Kommunikation im Netz, schon der Meinung sein, wir sehen hier eine bestimmte Ausprägung der deutschen Netzkrankheit, die Sascha Lobo mal in einer sehr schönen Kolumne bei Spiegel Online diagnostiziert hat. Das möchte ich zum Schluss noch zitieren. Die Bundesrepublik ist für Netzvorhaben, was Berlin für Flughäfen ist. Das ist die deutsche Netzkrankheit, digital nur zu tun, was vermeintlich sicher funktioniert und so das wichtigste Erfolgsrezept des Internets zu missachten. Also die ständige Neu- und Weiterentwicklung, die kleinteilige experimentelle Überprüfung, Mut zum Dauerversuch und Dauerirrtum. Das klingt jetzt erstmal ganz gut. Einem Wahlkämpfer kann man das natürlich nicht sagen. Also irre dich im Wahlkampf ist da kommen Sie nicht weit bei einem Kandidaten, wenn Sie ihm das vorstellen. Wir probieren jetzt mal, keine Ahnung, wo das hinführt, aber wir müssen es mal probieren. Eher schwierig in Kampagnen, aber trotzdem auch immer nur die ganz sicheren Dinge zu machen. Das bringt tatsächlich dann in den Wahlkampfumfeldern, in den digitalen Medien auch nicht wirklich weiter. Dazu passt durchaus das Zitat von Angela Merkel, die eben das Netz als Neuland beschreibt. Nicht für alle, für viele. Für die Politik stimmt es tatsächlich teilweise, denn die Kampagnenräume sind auf der einen Seite schon bekannt, einfach weil ein Erfahrungsschatz da ist zur Kommunikation im Netz. Auf der anderen Seite ist es aber auch doch wieder neu, weil eben in der Zeit von der letzten Wahl zur nun anstehenden so viel Neues passiert, dass sich die Politik auf diese neuen Gegebenheiten auch erst einstellen muss. Ihr dazu eigentlich die Zeit fehlt und sie dann tatsächlich in dieser kurzen Phase vor der Wahl sich versuchen muss, in diesem noch relativ unbekannten Gebiet zu positionieren und zu behaupten. Das ist nicht ganz einfach, trotzdem gelingt es. Und einen Satz will ich an der Stelle noch anfügen und dann höre ich aber wirklich auf. Das, was für die Politik gilt, gilt natürlich auch für die Bürger. Und da muss man sagen, wäre durchaus auch etwas mehr Mut und Enthusiasmus angesagt, dass tatsächlich die Bürger das Netz auch noch stärker dafür nutzen, um sich nicht nur politisch zu informieren, sondern tatsächlich auch selbst aktiv zu werden und sich zu beteiligen. Immer nur jammern, dass das, was die da oben machen, nicht funktioniert, hilft am Ende auch nicht. Es gibt gute Möglichkeiten, sich im Netz zu positionieren, zu kommentieren, sich zu beteiligen. Das wird allerdings auch noch viel zu wenig gemacht. Und damit ende ich und danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da kommt eine. Sprecht bitte ins Mikro. Ja, Herr Professor Bieber, bei Ihren Ausführungen über die Echtzeitkommunikation, da fehlt mir Ihre Einstufung und Ihre Einschätzungen zu den Piraten, die ja bei ihren Parteitagen einen Livestream geschaltet haben, wo man stundenlang im Internet einfach das in Echtzeit verfolgen konnte. Und dann hätte ich gerne auch noch eine Einschätzung von Ihnen gehabt zu der Internetpräsenz der Linken und auch dieser neuen Partei, der Alternative für Deutschland.
Also erstmal zu den Piraten. Das, was ich mit politischer Echtzeitkommunikation meine, ist ja ein bisschen mehr als nur ein Stream zu einem Ereignis anzubieten. Bei den Piraten ist es sicher so, dass man es dort im Vergleich zu den anderen Parteien sehr viel intensiver nutzt, um Menschen, die jetzt an einem Parteitag nicht teilnehmen zu können, doch einzubinden, dass es tatsächlich da gelegentlich auch mal Rückkopplungen gab, dass man darauf geachtet hat, was während eines Parteitages getwittert wurde. Das hat natürlich für die konkrete Entscheidungsfindung erstmal keine Auswirkungen, weil natürlich nur diejenigen abstimmen dürfen, die vor Ort sind. Aber so im Sinne eines Meinungsbildes spielt es da durchaus schon eine Rolle. Und da sind die Piraten sicher weiter als die übrigen Parteien in der Einbindung solcher neuer Plattformen. Man muss dazu aber auch sagen, da machen sie es sich nicht nur leicht damit, ne? Also das stetige Öffnen der Kommunikation in ganz verschiedene Richtungen führt tendenziell auch dazu, dass es immer schwieriger wird, in diesem Durcheinander tatsächlich die Übersicht zu behalten, und es verzögert Entscheidungsprozesse. Und das ist für Parteitage durchaus ein relevanter Punkt, denn gerade in der öffentlichen Betrachtung wird man ja gemessen, kann man als Organisation etwas entscheiden? Kommt man zu einem Punkt, kann man sich für die eine oder die andere Position entscheiden und auch einen entsprechenden Beschluss fassen. Und je mehr solcher Feedback-Kanäle geöffnet werden, desto schwieriger wird es tatsächlich dann zu einem Schluss zu kommen. Und da sind die Piraten noch diejenigen, die am experimentierfreudigsten sind, im Wissen, dass es nicht immer nur produktiv ist. Zur Linken und der AfD kann ich relativ wenig sagen. Die Linkspartei ist dadurch, dass sie schon mehr Erfahrung hat in der Nutzung von Online-Kommunikation, eben auch eine Partei, die das im weiteren Sinne professionell nutzt. Die Linkspartei hat relativ viele Videonutzer im Netz. Also die Kanäle, die die Linkspartei auf YouTube anbietet, sind in der Regel ganz gut nachgefragt. Es gibt dort relativ regelmäßige Angebote, zum Teil auch von Bundestagsfraktionen, die relativ frühzeitig auf Dauer gestellt wurden. Aber trotzdem ist die Online-Kommunikation für die Linkspartei nicht so ein ganz zentrales Element, offenbar, weil man der Meinung ist, dass die Klientel, die man adressiert, im Netz jetzt nicht so stark vertreten ist, wie wir es zum Beispiel bei den Piraten oder vielleicht auch bei den Grünen haben. Dass man dann sagt, wir müssen das zwar machen und wir machen das bis zu einem bestimmten Grad, aber wir müssen das jetzt nicht so intensiv abbilden, weil der Bereich der Netzpolitik vielleicht nicht so kompatibel ist oder so nah an den Themen dran ist, die für unsere Partei oder für die Identität der Partei ganz zentral sind. Bei der AfD ist es so, dass wir da noch relativ wenig sagen können, aber es ist eben auch eher so wie bei den etablierten alten Parteien in der Nutzung der Netzplattform, also dass man sagt, man muss dahin, man muss sich dort präsentieren, aber es ist nicht unbedingt so, dass man sagen kann, das ist jetzt besonders passend für die spezifische innerorganisatorische Kommunikationskultur. Teilweise scheint es fast auch anders zu sein, also dass es Netznutzer gibt, die merken, dass sie auf diesem Ticket AfD ja besonders nörgelnd oder gut sich im Netz positionieren können und dann Diskussionen führen können. Also die haben gar nicht so sehr viel mit den politischen Positionen zu tun, sondern merken nur, sie können eben besonders gut trollen in diesen Diskussionen, in denen die AfD unterwegs ist. Also das ist so eine Verbindung, das könnte ganz interessant sein, aber das ist doch ein eher kleinteiliger Bereich. Es gibt zwei Fragen aus dem Netz, die ich ganz gerne anschließen würde, die den Blick von der anderen Seite ausblicken. Also die erste Frage, weiß man eigentlich, wie viele Leute sich über den Wahlkampf im Netz informieren? Und die andere Frage, die damit so ein bisschen zusammenhängt, weißt du was über die Reichweite, also wie viele Leute man tatsächlich erreicht, mal abgesehen davon, dass Angela Merkel 300.000 Fans hat und ein paar zerquetschte, wen erreicht sie damit tatsächlich? Wird sowas untersucht und wenn ja, kannst du dazu was sagen? Also da bin ich, glaube ich, nicht der beste Antwortgeber. Ich würde mich da immer auch erstmal auf die Studien berufen, die sagen, dass sie das untersuchen, wobei ich da sehr misstrauisch wäre. Also es gibt, vielleicht schalte ich da mal kurz um, es gibt ja verschiedene Angebote, die sagen, sie beobachten
die Präsenz von Politik in den sozialen Netzwerken. Also Wahl.de ist zum Beispiel so ein Angebot, wo man misst, wer wie viele Follower hat, wie schnell die wachsen. Man orientiert sich dann eben an den Zahlen, die die sozialen Netzwerke eben hergeben. Also das sind eben die Gefällt-mir-Klicks oder das sind die Follower bei Twitter. Und da ist dann eben der Punkt zu beobachten, Kanzlerbonus im Netz. Also wenn wir uns dann mal hier so ein Profil anschauen, wenn wir jetzt online sind, sieht man dann, dass in den, auf den verschiedenen Plattformen bestimmte Reichweiten erreicht werden. Bei Twitter, weiß ich gar nicht, als Profil Kanzlerin oder ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es kein eigenes Profil gibt. Das sind immer Zahlen, die eigentlich nur funktionieren innerhalb dieser sozialen Netzwerkstrukturen. Das sagt erstmal nicht dafür, viel darüber aus, wie viele Menschen das wirklich wahrnehmen. Wichtig wird es eigentlich, wenn diese Zahlen aus den neuen Medien in die alten Medien hinausgreifen. Also wenn darüber berichtet wird, dass Peer Steinbrück twittert oder wenn zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Videopodcast, den ein Politiker anfertigt, in einer Nachrichtensendung läuft, dann vervielfältigt sich die Reichweite. Und das ist eigentlich der Punkt, der dann spannend ist, zu sagen, dass wenn ich Online-Angebote mache, dann sind die auf der einen Seite im Netz präsent, aber sie haben auch immer die Möglichkeit, in anderen Medien wahrgenommen zu werden und so dann noch ein größeres Umfeld zu erreichen. Wen man nun genau damit erreicht und wer es nutzt, vermuten viele der Online-Nutzungsstudien, dass es eben tendenziell eher jüngere Menschen sind, aber eben nicht mehr nur die Jung- und Erstwähler, sondern dass im Grunde so bis zu den Altersstufen um die 50 herum sehr, sehr viele Menschen im Netz sind und dass dort eine wachsende Informationsnachfrage in den neuen Medien passiert. Und erst dann in den noch etwas älteren Jahrgängen nehmen diese Zahlen ab. Trotzdem sind das sehr, sehr weiche Daten, genauso wie ich auch den Umfragen jetzt nicht trauen würde. Wer informiert sich jetzt über die Tagesschau oder über die Printmedien? Das sind Schnappschüsse, die in Umfragen gemacht werden und die bestenfalls anzeigen, wie die Mediennutzungsgewohnheiten quer zu den Medien sich verschieben. Und da ist es so, dass über einen längeren Zeitraum eben Printerzeugnisse eher abnehmen, Online-Angebote eher zunehmen, das Radio immer noch vorhanden ist und dass das Fernsehen relativ gesehen immer noch der stärkste Faktor ist bei der politischen Informationsgewinnung. So, ja, am besten hier reinsprechen. Meine Frage ist eigentlich, die eine meiner Fragen ist gerade beantwortet worden, dass es nämlich eigentlich nur weiche Daten gibt zu dem, was man ja so als vielleicht Generationik auch bezeichnen könnte, der nun gerade im politischen Zusammenhang sehr wichtig ist, wenn wir denken, ja, dass die jungen Leute sind da eher mal auf Twitter als die Generation 50 plus, sind aber auch gleichzeitig die jetzt nicht mehr so den politischen Parteien. Mich würde aber in dem Zusammenhang, wenn Sie sagen, da haben wir eigentlich noch wenig an aussagekräftigen Daten, eher eine allgemeine Einschätzung, auch mal interessieren, wie ist denn das eigentlich im europäischen Vergleich? Ja, wir haben jetzt einiges gehört heute, USA und Deutschland, aber wie ist denn das eigentlich in Staaten der Europäischen Union jetzt? Also zunächst mal noch zu der Vermutung, dass gerade soziale Netzwerke besonders junge Nutzergruppen anziehen. Das stimmt größtenteils. Aber zum Beispiel bei Twitter würde ich das nicht so klar sehen. Also Twitter ist gar nicht unbedingt ein ganz junges Medium, sondern spricht auch eher so eine mittelalte Klientel an. Also 30- bis 40-Jährige sind die oft auch in beruflichen Zusammenhängen damit in Berührung gekommen sind und die nutzen das noch sehr viel intensiver als wirklich jüngere Nutzer, also Jung- und Erstwähler. Bei den sozialen Netzwerken wäre ich mir auch nicht so sicher, ob auch das etwas ist, wo man sagt, das ist so ein jugendliches Medium.
Also das, die sind tendenziell älter, als man das eigentlich vermuten würde. Und was es im internationalen Vergleich offenbar eben auch gibt, ist, dass es verschiedene Nutzerkulturen gibt. Also Twitter in Deutschland ist aus der Perspektive des Unternehmens betrachtet eigentlich eine Katastrophe. Also es gibt irgendwie so 2 Millionen oder niedrigen, einstelligen Millionenbereich an gesiedelte Nutzerzahlen, während man in anderen Ländern, also in Italien oder in Frankreich oder auch in Großbritannien, sehr viel mehr Twitter-Nutzer hat. Woran das nun genau liegt, kann man noch gar nicht so genau sagen. Also man vermutet, dass das Twitter ereignisbezogen oder auch katastrophenbezogen wächst. Also in Australien sind zum Beispiel sehr, sehr viele Nutzer dazugekommen im Umfeld der starken Regenfälle und Fluten. Und Twitter als ein Kommunikationsmedium im Umfeld von Umweltkatastrophen hat dort dazu geführt, dass eben sehr, sehr viele neue Nutzer hinzugekommen sind. Und solche besonderen Ereignisse hat es hier in einer größeren Größenordnung erstmal noch nicht gegeben. Bei Twitter-Nutzung in Frankreich oder Brasilien, zum Beispiel, ist auch so ein Land, wo unheimlich viel getwittert wird, wo manche Vermutungen dahingehen, naja, die reden halt gerne so viel miteinander. Also sagen tatsächlich auch die Brasilianer, das entspricht irgendwie so der kulturellen Praxis. Das nehmen diese beiden Fragen noch an, fügen noch eine aus dem Netz hinzu und dann schließen wir und gehen runter in die Kneipe und trinken ein. Ja, ich wollte nochmal zu sprechen auf Bewegtbild, weil da ja auch eine relativ große Bedeutung drin liegt. Fernsehen hat immer noch einen gewissen Stellenwert in Deutschland, aber gleichzeitig auch genießt es einen außergewöhnlichen Schutz, den sonst keine Presse genießt. Also wir haben immer noch das Telemedien, das heißt, wenn ich live streamen will, auch gleichzeitig also on air live broadcasten will, einfach für alle brauche ich halt. Geht immer mal weg, ne? Brauche ich halt eine Sendegenehmigung und das ist halt immer noch eine, auch in Deutschland, eine ziemliche Benachteiligung. Und nur eben so Formate wie Jung und Naiv machen das halt eben, dass die mit, hatten jetzt mit Sarah Wagenknecht ein Hangout on Air, wo man dann auch als Nutzer über seinen PC in den Livestream sich mit einschalten kann. Also ich hatte dann auch Beteiligte, man konnte eben Chat seine Fragen stellen, die auch nahezu alle abgearbeitet wurden. Und es ist eben Fernsehen, was eben, oder ne, also Sendung von der Gruppe, Gruppenvideochat an viele. Und ja, haben wir immer eben noch in Deutschland sehr große Probleme, rechtliche Probleme, sodass YouTube Live, was dann auch in HD, jeder in HD streamen kann, an unendlich, auch gar nicht angeboten wird. Und Hangouts und Air muss ich halt immer noch über das Telemediengesetz mir eine Sendeerlaubnis im Bundesland holen. Also da sehe ich schon ziemliche rechtliche Benachteiligung. Ja, die Frage geht ein. Sie hatten in Ihrem Vortrag angesprochen Scheinjournalismus beziehungsweise Quasi-Journalismus. Auch der Hinweis auf die kommerziellen Räume, insbesondere bei Twitter und daher auch diese Verquickung von CDU und Twitter auch angesprochen im Zuge des Parteitages. Wie sehen Sie auch gerade vor dem Hintergrund jetzt beispielsweise auch der Pläne, die Telekom hatte, was die auf Eis gelegt wurden, Datenmengen zu begrenzen und auch hinsichtlich dass zum Beispiel der Springer-Konzern seine Angebote mehr jetzt von den alten Medien hin zu den neuen Medien ausrichten will. Das wird ja auch eine zunehmende Kommerzialisierung dann auch im Netz wahrscheinlich zur Folge haben. Die wollen ja auch Geld verdienen, die werden sich das bezahlen lassen wollen. Sie sagten, der Bürger hat Chancen im Internet. Genauso wie die Politik können wir das und sollten wir es auch mehr nutzen. Aber sehen Sie da nicht auch eine größere Gefahr, die da jetzt auch eventuell entstehen kann, dass das Internet, da gehört ja der NSA-Skandal auch quasi mit rein, dass das Internet auch eine Gefahr für die Demokratie quasi auch, ja, wenn die Entwicklung falsch läuft, auch darstellen kann?
hinsichtlich der politischen Meinungsbildung. So, und zum Schluss noch eine letzte Frage und dann musst du noch mal auf alles antworten, du Armer. Geht auf das zurück, was du gerade eben schon sagtest, so ein bisschen so beschränkende Faktoren in Deutschland. Du hattest ganz am Anfang gesagt, während im amerikanischen Wahlkampf Big Data ein großes Thema war, also Big Data, kurz zur Erklärung, heißt, ich habe gigantische Datenmengen und kann darauf Rückschlüsse auf Verhalten ziehen. Und diese großen Datenmengen liegen ja hier auch vor, werden in Deutschland irgendwie nicht so gerne genutzt. Was sind eigentlich die Gründe dafür? Ich würde mutmaßen, dass es irgendwie mit einer Datenschutzdebatte zusammenhängt, dass man sich da auf jeden Fall nichts an den Hals holen will, weil es am Ende heißt, naja, woher wissen die das alles? Ja? Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Also die Problematik hier ist tatsächlich zunächst mal eine der Verfügbarkeit oder auch einer gewissen Sensibilisierung, die man in Deutschland hat. Und da ist in der Tat die Erfahrung der Volkszählung aus den 80er Jahren und die Entstehung von Datenschutzgesetzen eine ganz relevante, die dazu geführt hat, dass tatsächlich der Umgang mit persönlichen Daten in Deutschland ganz anders eingerahmt ist, gesellschaftlich, sozial, als in den USA, wo es relativ normal ist, eben solche Daten verfügbar zu haben, sie zu kaufen und es auch nichts Verwerfliches ist, sie als politischer Akteur zu kaufen und gezielt für die Kampagnenführung einzusetzen. Das wäre etwas, was in Deutschland eher noch so als eine Art Tabu wahrgenommen wird und gesagt, das macht man nicht, eben auch weil man sich sehr, sehr schnell, wir haben ja Sachverständige hier, T-Shirt mit dem Big Brother Award, habe ich ja schon gesehen hier, wo man sehr, sehr schnell in einer ganz negativ besetzten Ecke steht und aus diesem Grund da eher die Finger davon lässt. Aber ein zentraler Punkt ist tatsächlich die nicht in dem Maße vorhandene Verfügbarkeit dieses Datenmaterials. In den USA gibt es spezialisierte Anbieter, die sich dann auch auf einen Parteibereich beschränken und sagen, also wir liefern die Daten für die Demokraten oder die Republikaner und wir setzen alles daran, eine möglichst perfekte Datenbank aufzubauen. Es gibt in Ansätzen sowas in Deutschland auch, wo man versucht, Konsumentendaten zum Beispiel mit den Daten aus den Sinus-Milieus zusammenzubringen und dann zu schauen, kann ich da zusammen mit Geoinformationen so etwas abbilden, wie sagen, also in diesem Stadtviertel habe ich tendenziell eher ein Potenzial für die Linkspartei oder hier in diesem gut bürgerlichen Viertel oder da in dem Neubaugebiet, da sind doch eher diejenigen oder so. Also das fängt so langsam an, aber es ist tatsächlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Die beiden anderen Anmerkungen passen ja ganz gut zusammen. Also Restriktionen auf der einen Seite, das muss ja nicht so bleiben. Also wir können uns ja auch noch andere Dinge überlegen. Wir haben die Festsetzung, dass zum Beispiel die TV-Spots ja zu einer bestimmten Zeit im Fernsehen laufen müssen. Ich fände es ja mal ganz interessant, was wir für eine Diskussion hätten, wenn die Parteien jetzt sagen, ja, die müssen aber auch in der Mediathek abrufbar sein. Das ist ja durchaus auch ein Format, das immer stärker genutzt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob man darüber tatsächlich schon diskutiert oder ob das eben von solchen Rahmungen eingefasst wird. Und viele gerade dieser Fragen, also eine Lizenz ab 500 gleichzeitig eingeschalteten Nutzer in einem Stream, das könnte man ja auch gezielt mal versuchen, gegen die Bürokratie zu verwenden, indem man ganz viele Anträge für Sendelizenzen stellt, wenn eben immer mehr solche Angebote denn einfach da sind. Ja? Und um zu zeigen, dass eben die rechtlichen Regelungen so eigentlich mit den medialen Gegebenheiten nicht mehr gut korrespondieren und dass man da eigentlich etwas modernisieren muss. Und diese Diskussion werden wir haben. Und die neuen Player, die entstehen und die auch für eine Gefahr natürlich sorgen können, die haben wir, die sind im Spiel, aber sie werden im Moment noch nicht als ganz große Bedrohung wahrgenommen. Mich wundert so ein bisschen, dass es noch nicht mehr Aufregung über dieses Google-Wahlenangebot gegeben hat, weil da ist man noch schnell dabei. Also wir haben vorhin im Vorgespräch nochmal über die Streetview-Panik gesprochen, die ja jetzt eigentlich verschwunden ist, mehr oder weniger. Google macht ein Wahlangebot und man müsste eigentlich davon ausgehen, dass es doch genügend kritisches Potenzial gibt, die sagt, um Gottes Willen, das ist doch total verfiltert. Die stellen da doch bestimmt nicht alle Informationen rein, sondern
sondern die selektieren. Und die wissen ja doch alles über die Wähler oder so, aber da ist erstmal noch keine Entrüstung erkennbar und man weiß auch gar nicht, ob das tatsächlich stimmt. Und das wird sich aber jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich schon immer mal wieder ins Bewusstsein schieben an solchen Beispielen, angeleitet wie eben dem Bundesparteitag. Und ich bin gespannt, ob wir so eine Diskussion dann am Sonntag nach dem Duell haben, wenn man dann feststellt, dass eben in der medialen Berichterstattung im Fernsehen vielleicht die eine Sichtweise auf das Duell dominiert, aber bei der Kommunikation im Netz sich das vielleicht ganz anders darstellt. Und dann könnten vielleicht auch die Fragen kommen, was ist denn jetzt hier objektiv? Oder setzen eben da auch bestimmte Filter ein, die Spin nach einer solchen Diskussion in die eine oder andere Richtung lenken? Zu den Möglichkeiten der Bürger würde ich abschließend eigentlich noch ein Beispiel zeigen. Man natürlich immer sagen muss, es gibt Beispiele, die wirken dann teilweise schon sehr, sehr elaboriert und kann auch nicht jeder machen. Der Punkt ist nur, ohne die Möglichkeiten des Netzes könnte es halt nur eigentlich ein professioneller Medienanbieter machen, sowas wie das hier zum Beispiel, also eine Kritik der Wahlspot-Analyse. Das, was da schreibe ich ein, zwei Sätze drüber auf meiner Facebook-Seite und dann war's das. Aber das Ding, Alter, verdient etwas mehr Aufmerksamkeit. Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. Ich muss schon stoppen. Hey, wie stellen wir am besten dar, wie bürgernah und menschlich Merkel ist? Wie wär's, wenn wir sie total alleine in einen abgedunkelten Raum mit leeren Wänden setzen? Gebombt. In der Eurokrise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Jo, genau. Wenn zum Beispiel. Also der Punkt, also auch wenn das schon sehr professionell gemacht ist, aber der Punkt ist erstmal das Material, was die Kampagnen in das Netz stellen, das ist erstmal da und damit wird was getan. Und diese Form des Mash-up, also der kreativen Aneignung dieses Materials, der Umdeutung, der Kritik, das ist was, was wir, ich hoffe mal, bis zum Wahltag noch häufiger sehen werden. Im Augenblick gibt es ja so ein paar Formate, die dann immer wieder auftauchen. Also das ist ja schon wirklich ein sehr, sehr ausgefeiltes Programm. Wenn man sagt, man nimmt sich ein Video, hält es an, spricht drüber, ergänzt es, schneidet das. Es gibt eben auch einfachere Dinge. Vielleicht das dann aber auch wirklich zum Schluss wäre einer der beliebten Tumblr. Also so etwas. Ein Pressefoto, also die Umarmung von Philipp Rösler und Kai Diekmann, Bild-Chefredakteur, in Kalifornien anlässlich der Reise in Silicon Valley des Wirtschaftsministers. Dieses Bild ging durch die Presse, wird dann hier neu untertitelt. Kai, wie geil, ich freue mich voll. Oder es geht auch weiter. Dr. Lecter, Menschenskind, du auch hier. Also hat man, ja, Schweigen der Lämmer. Auch sehr schön. Montgomery Burns, ich bin ein Fan seit den Julis, auch sehr schön. Oder hier Kim Jung, alte Felge, schön dich zu sehen. Also das ist das, was das kann man mittlerweile machen. Das ist relativ einfach. Also ganz, ganz aktuell von heute müsste Popcorn, Spiegel-Popcorn, anlässlich der Chefredakteursdebatte. Man hier die Reaktion Spiegelredakteure zum Bildredakteur Blome, you're not welcome here. Und man unterlegt es dann mit solchen Bildchen aus dem Netz. Oder hier, die Branche sagt dazu, lehnt sich zurück, isst Popcorn und lacht sich ins Fäustchen. Blome nach der Anfrage des Spiegels zu Springer. Ich gehe dahin. So, also hier die Spiegelredakteure, als die Meldung von Blome als neuem Vize kam. Das sind Dinge, die hier, das ist auch sehr gut. Die Probleme von Wolfgang Büchner als neuem Chefredakteur nach der Redaktionskonferenz. Ist auch sehr schön. Ja.
das gefällt mir mit am besten. Franziska Augstein, jedes Mal, wenn irgendwas Neues beim Spiegel passiert, seit Jahren. Typische Reaktion. Und blend das mal aus, sonst hört ja keiner mehr zu. Also, aber das sind Punkte, wo du sagst, es sind kleine, feine Dinge, die man dann beobachten kann, die auf einen bestimmten Sachverhalt hinweisen, den mit spitzen Fingern anfassen und auf etwas hinweisen. Das ist natürlich etwas, das nicht jeder kann, aber es können tatsächlich einige wenige Menschen. Und genau solche Seiten, die zirkulieren dann eben in den sozialen Netzwerken, die erzielen Reichweiten. Sie können davon ausgehen, dass über dieses Spiegel Popcorn auf jeden Fall morgen, spätestens übermorgen, was in den Printmedien stehen wird. Und diese Sprünge über die Mediengrenzen hinweg, die sind gerade mit solchen relativ kleinteiligen digitalen Manipulationen machbar. Und so kann man sich in laufende Diskussionen einklinken, tatsächlich von der Bürgerseite. Und diese Möglichkeit hätten wir schlicht und einfach nicht ohne die Gegebenheiten der digitalen Medien, wo ich selbst als Produzent agieren kann und sei es auch noch so klein. Und wir werden solche Dinge sicherlich auch nach dem Duell sehen, zum Teil angestoßen durch die Parteiakteure, die das Duell begleiten, die dann nur darauf lauern, wo sieht man denn nun Merkel mit einem ungünstigen Gesichtsausdruck oder wo guckt Peer Steinbrück besonders verkniffen, und dieses Bild wird man herausgreifen und wird es dann wiederum für die Kampagne verwenden. Das kann man natürlich in einer professionellen Weise tun, aber viel interessanter und spannender und oft auch produktiver ist es, wenn es eben einfache Bürger tun, die sich auf diese Art und Weise tatsächlich dann auch an dieser digitalen Kommunikation beteiligen. Und das können neue Impulse sein, die dann eben auch dazu führen, dass sich Wahlkampfkommunikation, politikbezogene Kommunikation im Netz verändert. Schluss jetzt. Danke dir. Schön, dass du da warst. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen früh irgendwie beim Frühstück oder sonst wo wieder oder gleich noch.